Liebe Sportfreunde, wir melden uns noch vom warmen Platz. Gerade hat der Schiedsrichter hier abgepfiffen mit dem Spielbericht. Warm ist aber auch nur der Rasen, das Geläuf, auf dem gelaufen wurde. Ansonsten ist es bös kalt und wenn man hier draußen die ganze Zeit steht, ist es wirklich arg. 2:5 aus unserer Sicht, also 5:2 das Endergebnis für Scanditech. Es war nicht ganz unverdient, sagen wir es mal so. Also die Jungs waren wirklich besser heute als wir. Muss man neidlos anerkennen. Das erste Tor resultiert aus einem Fehler von uns. Und der Rest war ja einfach Pech. Was haben wir noch verloren? 2 Spieler haben wir noch verloren. Der Conny hat sich verletzt bei einer Abwehraktion. Er ist mit einem verletzten Ellenbogen ins Krankenhaus gekommen. Einer musste ihn fahren. Der Stefan ist dann also los. Da waren 2 Spieler von uns weg. Max hat sich ganz schnell die Handschuhe angezogen, hat sich bereit erklärt, ins Tor zu gehen. Hat er gnadenlos gut gemacht. Genauso wie das, was Conny bis dahin gehalten hat, hat Max hervorragend rausgeholt, aber gegen 5 Tore von Scanditech konnten wir einfach gar nichts mehr machen. Was haben wir hier gesehen? Wir haben einen äußerst fairen und sympathischen Gegner hier gehabt, die mitgespielt haben und uns gezeigt haben, wo unsere Schwächen liegen, wo wir noch dran arbeiten müssen. Und der Tabellenplatz 6 ist damit dann erstmal soweit geklärt. Vorher waren wir punktgleich. Scanditech hätte das etwas bessere Torverhältnis. Das hat sich jetzt erledigt. Jetzt liegen wir 3 Punkte dahinter. Nach 3 Spielen in Folge mit 3 Siegen, 9 Punkten aus 3 Spielen, reißt unsere Serie. Wie es weitergeht, werden wir mal sehen. Jetzt reisen wir erstmal nach Hause, gönnen uns einen warmen Tee, einen warmen Kakao, ein warmes Bier, was auch immer. Hauptsache warm. In dem Sinne, jetzt macht der Platzwart das Licht aus. Ich bin noch da, sag jetzt Tschüss und dann bis bald.